Der 10. Spieltag der 3. Handball-Bundesliga Ost hielt für die Fans in der Region ein Derby parat. Zu Gast in der Anhalt Arena die Mannschaft aus Bernburg seit 6 Spielen ohne Niederlage. Beim DAV herrscht derzeit Personalnot. So feierte Kirchstein sein Debüt im Bundesliga-Trikot, doch Holz kehrte auf das Parkett zurück und brachte Neimann gleich mit. Verzichten musste Georgi Sviridenko dafür auf den Mann, der Spiel im Alleingang entscheiden kann. Robert Lux nahm zwar hinter der Bank Platz, ein Einsatz aufgrund der Zerrung aber noch immer unmöglich. Die Rolle als Rückraumkanone übernahm Alisch und sorgte mit seinen beiden Treffern für die 2:0-Führung der Hausherren. Sviridenko sieht bei dem 21-Jährigen Licht und Schatten, in den Anfangsminuten war der Schalter an. Bernburgs Torgarant bekam eine Sonderbewachung. Pawlicek kümmerte sich um Czicinski und dennoch machte der das Tor für die Gäste. Den Ausgleich bekam Bernburg sogar geschenkt. Ja, auch sowas gibt es im Derby. Schöne ohne Not mit dem schwachen Zuspiel Bernburg mit dem Konter über Lampe, Czicinski und Hoffmann. Im Anschluss daran hätte der SVA sogar in Führung gehen können. Aber da war ja noch Andreas Sprecher im Tor des DHV. Überhaupt brauchten die Bernburger einige Minuten, um richtig ins Spiel zu finden. Zeit, die der DHV nutzte, um in Führung zu gehen. So macht man Fehler wieder gut. Nach 14 Minuten führte der DHV ein wenig überraschend 6:3. Allerdings währte dieser Vorsprung nicht lange. Daran hatte aber auch der Mannschaftsleiter der zweiten DHV-Mannschaft, Rainer AB, zumindest eine klitzekleine Teilschuld. Oschens verwechselte den Mann am Wischer mit einem Mitspieler. Bernburg traf zum Ausgleich und AB reagierte ebenfalls sofort und zog sich einen schwarzen Pulli über das weiße DHV-Polo. Auch draußen wurde also alles gegeben, um die eigene Mannschaft zu unterstützen. Das Tore werfen aber mussten die Beavers schon selber machen. Aber da war er wieder, dieser Schatten. Bernburg also mit der Chance auf die erste Führung im Spiel. Eine Führung, mit der sich die Mannschaft für die Aufholjagd belohnt hätte. Doch Lampe trifft nur Andreas Sprecher. Nur 60 Sekunden später war es dann aber doch soweit. Erneut Lampe, diesmal aus dem Rückraum, diesmal mit Erfolg. Sviridenko reagierte mit der Auszeit, wollte seiner Mannschaft den Faden, den sie offenbar verloren hatte, wieder in die Hand drücken. Das gelang zumindest dahingehend, dass Bernburg nicht weiter davon zog. Denn egal, was Dessau-Roßlau tat, der SVA hatte die passende Antwort parat, legte immer wieder vor. Selbst als Pratosch mit aller Gewalt in den Schlusssekunden der ersten Halbzeit den 11:11-Ausgleich in die Maschen hämmerte, setzte Bernburg noch einen drauf und traf Sekundenbruchteile vor der Sirene zur erneuten Führung. Den Treffer aber gaben die Unparteiischen trotz heftiger Proteste der Bernburger nicht. Somit blieb es zur Halbzeit beim 11:11, die Partie also weiterhin völlig offen. Mit dem Seitenwechsel brachte Sviridenko Daniel Holz seit dieser Saison im Diensten der zweiten Mannschaft. Im Spiel aber änderte sich nicht viel. Bernburg aggressiver als die Dessau-Roßlauer Mannschaft. Einsatz, der belohnt wurde, Grohmann mit dem No-Look-Pass und Pajung mit der Gästeführung. 4 lange Minuten traf dann keine der Mannschaften ins Tor, ehe Falko Müller das 12:12 markierte. In dieser Phase wäre für den DAV sogar noch mehr drin gewesen, wenn der Mannschaft im Angriff mehr eingefallen wäre. Doch Bernburg machte dicht und Müller mindestens einen Schritt zu viel. Doch der Knackpunkt des Spiels folgte erst noch in der 38. Spielminute. Als Grohmann Lampe bedient und Oschens viel zu spät kommt, den Körper reinstellt und dafür zur Verwunderung vieler direkt disqualifiziert wurde. Erst mit Hilfe der Zeitlupe wird deutlich, wie der lettische Nationalspieler Bernburgs Nummer 7 noch den Ellenbogen mitgibt. Eine rote Karte, die man durchaus geben kann, wenn nicht sogar muss. Für Oschens, der unter der Woche noch gegen Kroatien gespielt hatte, die Partie also vorzeitig beendet. Czicinski mit dem 7 Meter zum 12:13. Danach fehlte eben jener Oschens an allen Ecken. Bernburg ging 2 Tore in Front, gab diese Führung nicht mehr ab. Dessau-Roßlau tat sich schwer, kam wenn überhaupt nur über die rechte Seite und den kleinen Falko Müller zu Toren. Auch in der Abwehr überzeugte Müller in seiner Rolle als Czicinski-Bewacher, schenkte Bernburgs Top-Torjäger keinen Zentimeter und wenn er ihm doch einmal entwischte, stellte er den ballführenden Spieler. Doch insgesamt ging im Spiel nach vorn bei den Beavers einfach zu wenig. Der Rückraum strahlte viel zu selten die Gefahr aus, die ein 2,01 Lux an den Tag legt. Und so musste eben jener Robert Lux von draußen mit ansehen, wie sein DAV das Derby aus der Hand gab. Spätestens beim 22:19 durch Lampe war die Partie gegessen. Das wusste wohl auch Dessau-Roßlaus Trainer, der von außen alles versuchte. Auf den Rängen skandierten die mitgereisten Bernburg-Fans, wer hier regiert. Beim DAV war nach dem Schlusspfiff und der 20:23 Niederlage nichts als Rat und Fassungslosigkeit. Es war ein typisches Derby-Spiel. Von Anfang an, es war heiß und die Mannschaften waren richtig motiviert, sehr motiviert, teilweise übermotiviert, aber das bezeichnet Derby-Spiel. Und so ein Spiel zu Hause zu verlieren, ist natürlich schmerzhaft für uns alle, aber müssen wir auch so. Wir haben auch gesehen, dass wir auch am Ende
nicht nur wegen Verletzten, sondern auch wegen der roten Karte von Arman Sushens benachteiligt wurden. Und 20 Tore in Angriff für das Spiel, das ist eindeutig zu wenig, um so ein Spiel zu gewinnen. Und während die Hausherren die Köpfe hängen ließen, hatten die Gäste allen Grund zu feiern. Auswärtssieg und das auch noch im Derby. Ich glaube, dass wir uns schwer getan haben mit dieser eigentlichen Favoritenrolle. Ich glaube, dass Dessau ja zwischendurch, alleine mit dem Ausfall von Robert Lux, natürlich klare Nachteile eigentlich hat. Haben wir ja auch letzte Woche gegen Cottbus gesehen. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen Angst vor der eigenen Courage gehabt und hätten eigentlich mit noch mehr Tempo, mit noch mehr Nachdruck, ich glaube, auch von Anfang an etwas besser dominieren können. Ich glaube, spielerisch war so in der ersten Halbzeit eigentlich schon eine klare Überlegenheit da. Wir konnten es allerdings noch nicht in diesen Vorsprung ummünzen, wie wir es eigentlich wollten. Bernburg bleibt also auch im 8. Spiel in Folge ohne Niederlage. Beim DHV bleibt die Erkenntnis, dass ohne Robert Lux und mit den vielen Verletzten offenbar nicht viel geht.